Und meine Diggers und Diggerinas, willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry Primal. Und wir nehmen uns jetzt gleich hier diesen Außenposten vor. Außenposten sind feindliche Lager, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erobere sie alle, um Oros zu einem sicheren Ort für die Ranger zu machen. Und so weiter und so weiter. So, ich befinde mich im Wasser und werde hier schon gleich wieder angegriffen von diesem lustigen Viech hier. Oh, nein! Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss erstmal ganz schnell an Land. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich mich unter Wasser wehren kann. Und das Viech macht guten Schaden. Oh, du hast wie so ein Urzeit-Piranha, ja? Okay, jetzt bin ich erstmal da. So. Ja, die Frage ist jetzt natürlich... Ich glaube, ich lasse die Bestie mal... hier. Dann hole ich die Eule. Und werde das Ganze hier von oben erstmal abspähen. Ausspähen. So, wir haben hier einen Eingang. Oder ein kleines Hütchen. Ja. Da sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn? Ach, das ist so einer, der gibt Alarm, oder was? Das sind aber keine Udam. Das sind andere. Ach, genau. Das ist dieses andere Volk, was es hier noch gibt. Dann suche ich mir jetzt mal einen raus, der weit ab vom Schuss ist. Das dürfte er hier sein. Dann wird der gesnackt. Den kann ich irgendwie gerade nicht snacken. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich kann nur diese hier snacken, aber ihn nicht. Warum auch immer. Dann nehme ich den Fischer da vorne. Das dürfte zwar für Aufsehen erregen. Für Aufsehen sorgen, aber ich muss mich nicht direkt zeigen. Das mache ich jetzt auch. Boah, ist die Eule los. Ich weiß auf jeden Fall, wo die ganzen Leute sitzen. Das ist schon mal sehr viel wert. Und, Splitter, Köder, eine Stachelbombe. Eine Stachelbombe ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber ich guck mal. Erstmal mit dem Pfeil im Bogen agieren. Schön sneaky, sneaky Style. Ne, da will ich gar nicht hoch. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen. Was hat der denn da? Was ist denn das für einer? Isila Suschlein. Okay. Die Eule hat noch eine gewisse Abklingzeit. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ich mache, ne? Wenn ich jetzt den ersten Schuss nicht treffe, dann könnte das unter Umständen sehr blöd für mich enden. Der hat einen Pfeil. Einen Helm. Wenn wir hier versteckt, ich glaube, die sehen mich hier nicht. Mist. Oh oh. Na gut, dann muss ich sie alle platt machen. Das war's wohl mit Stealth. Schade, ich wusste nicht, dass die, wie sagt man? Dass die so einen Helm haben. So, erstmal ganz schnell. Snack. Ja, komm, 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 komm. Trau dich, trau dich, trau dich. Dann trau ich mich. Scheiße, letzter Speer. Au! Au! Au, 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 au. Das ist jetzt richtig schlecht. Und? Oh, Hilfe! Au! Jetzt mal ganz schnell nachcraften. Das gibt's doch nicht. Wie stark sind die denn? Das ist ja der Hammer. Okay, ich habe auf jeden Fall noch genug Materialien nachzucraften. Das ist sehr wichtig. Alter! Das ist ja der Wahnsinn, was ist hier denn los? Wie sind die denn drauf? Au! Das gibt's doch nicht! Guck das mal an!
Sehr schön. Letzter Pfeil. Das ist nicht so toll jetzt. Aber ich habe noch genug Holz. Oh. Komm schon, das gibt's doch nicht. Die sind echt... Die sind krass. Jetzt kann... Nein! Nein! Nicht mein Wolf heute, bist du des Wahnsinns. Okay, den habe ich bekommen. Ich will jetzt mal ganz schnell gucken. Wiederbeleben. Ich muss meinen... Wiederbeleben, wiederbeleben. Geht doch. Oh, so. Letztes Holz. Ist es dasselbe? Ja, also selbst wenn, den heute ich nicht. Das ist mein Melody. Das geht nicht. So. Ja, die haben sowas wie eine Tonmaske, haben die, ne? So ungefähr. So, auf jeden Fall. Das ist mir deutlich missglückt. Gut. Auf geht's, komm. Ach, scheiße. Jetzt hab ich mich ja, alles klar. Die habe ich mir selbst eingezogen. Quasi an mir ausprobiert. Diese Bienenfalle. Geht doch. Gute Nacht. Geil. Heißkampfluss Außenposten. Einer von 15 beansprucht. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ein Totem. Sehr geil. Kann ich das hier zerkloppen? Nee, ne? Weil das ist Goethe eigentlich denen. Okay. Was haben wir denn hier drin? Wir haben... Ja, zum Ausruhen haben wir was da, aber ich brauche eigentlich ein Lager oder sowas. Jetzt gerade, wo ich meine Sachen nachfüllen kann, aber das scheint es hier nicht zu geben. Das gibt's doch. Okay, alles klar. Das nehmen wir alles mit. Das brauche ich nicht. Das wäre ganz nice. Ja, warum nicht eine Keule mitnehmen? Knochen. Ja. Okay, ja, sehr schön. Gut. Haben wir das schon mal fertig? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen noch zu... Ja, Ach komm, wir gehen zu Wurger, dem Handwerker. Zack. Ist ja nicht so weit weg, 126 Schritte. Irgendwie wird das... Ach so, nö, es sind 300 Schritte. Ja, alles klar. Oh nein. Oh, jetzt muss ich wieder durch diesen Fluss, wo dieses Viech auf mich wartet. Ich weiß noch nicht, was ich unter Wasser benutzen kann. Das ist das Problem. Ja, ein Speer vielleicht. Also ich muss jetzt hoffen, dass dieses... Ah, ich glaube, ich kann unter Wasser gar nichts benutzen. Nö, Tatsache, ich kann unter Wasser nichts benutzen. Das ist jetzt richtig schlecht. Ja, aber gut, das Ding ist auch, was will man da als Steinzeitmensch unter Wasser auch benutzen? Außer das, was man finden kann. So, das ist wieder ein... Oh, warte mal, ist das ein... Ist das ein Jaguar oder was ist das? Oh. Nein. Nein. Lol. Ich hab einen Jaguar. Krass. Wie geil. Da, okay, es hat dafür zwar ein Manager-Bruder dran glauben müssen, aber guck dir das an. Wir haben einen Jaguar. Komm her. Ja. Ein bisschen widerspenstig ist er schon. Also kommt auf jeden Fall eine Katze gleich. Aber nice, ey. Leute, wir haben einen neuen Weggefährten. Damit hat Looper von Melody einen, einen kleinen Spielkameraden. Das ist doch schön. Oh. Das verlorene Totem. Bei diesem mystischen Vorlesen wäre jetzt beinahe meine Stimme abgekackt, liebe Freunde. Scheiße. Aber ich habe es noch geschafft. So. Wir müssen... Oh. Oh, oh, oh. Okay. Eule. Oh. Bitte? Das ist ein bisschen viel, ne? Ah. Oh, scheiße. Au. Komm mal schnell, ganz schnell, Eule. Kann ich die Eule rufen? Oh.
Ganz schnell, ganz schnell, damit wenigstens ein Feind weniger da ist. Und boom. Ganz schnell, ganz schnell. Wo ist der Bogenschütze? Also. Ist aber irgendwie lustig, weil die diese blauen Gegner halten eigentlich ein bisschen mehr aus quasi als die hier. Boah, was? Achso, ich wollte gerade sagen. So, ich muss mal ganz schnell hier zu meinem Was Wolf was? Boom. Alles klar. Ach, das ist ja gar nicht mehr Los Wolfos. Das ist hier Los Leopardos. Nein, ich brauche Fleisch. Kann ich die hier... Bisschen eklig, aber geht das? Nein, ich habe kein Fleisch. Och, kleiner Mann. Der in den Boden reinbackt. Aber ich hole dich wieder. Ich hole dich zurück und rette dich. So. Wo ist er denn da? Zack. So, die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Oh, scheiße. Ja, kann ich irgendjemanden ausmachen von hier? Ja, nicht so wirklich. Ach, irgendwo hier noch ein Udam. Der ist jetzt weg. Ich gehe jetzt einfach hier mitten durch den Wald. Da sind keine Tiere. Die beiden hole ich mal eben, weil ich brauche Fleisch erstens für mich selbst und zweitens brauche ich sie auch für meine tierischen Freunde, meine Guardians of Doom. Und ja gut. Oh! Sonst müsste ich ja eigentlich gar keine Tiere töten. Yes, baby. Au. Den will ich mir auch noch snacken. Wie sieht der eigentlich aus, dieser Giftwerfer hier? Der sieht auf jeden Fall aus, als hätte er ein Geschwür. So. Dann gehen wir mal da hoch. So. Es gibt drei Ziele, ne? Ja, genau, drei Ziele. Sind die ganz oben oder in der Höhle? Töten die sogar die Totenhöhlen da. Nö, ist einfach nur... Search and Destroy. Quasi. Gottes Willen. Lol. Das sah ziemlich krass aus. Belohnung. Sehr schön. Krass, okay. Ja, richtig schöner Takedown jetzt auch von unserem Leoparden. Richtig gut. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Die Takedowns könnten noch ruhig öfter mal kommen. Sieht ziemlich geil aus. So, bei Jägerblick kann man die dann... Ja, nur temporär, ne? Wow, one shot, one kill. Eulen-Action. Oh, das ist ein Dicker. Okay. Das ist abgebrochen. Ach, okay, ich muss das wirklich bis zum Ende quasi durchgucken. Na, komm, können die einfach. Damit der den Kill wirklich durchführt. Wenn man quasi die Eule nicht wegfliegen sieht, die quasi nicht da ist. Der Typ ist richtig hardcore. Die kenne ich ja schon aus diesen Traumsequenzen. Mit dem, ja, sag schnell, wie heißen sie? Schamanen. Alter, selbst Feuer. Gute Nacht. So, ich zieh mir mal kurz hier ein bisschen Fleisch rein. Oh. Oh Gott. Ja, Wolf, hier, du kannst mal ein bisschen was machen. Autsch.
Aber ich halte mir raus, das ist geil. Aua. Nice. Jetzt. Die werden auch gesnackt. Komm. Nice. Mensch, du bist ja richtig krass drauf. Okay. Das war ein kleiner Snack für zwischendurch. Sieht auch übel aus mit seinem Gorilla-Schädel. So. Ja, es burnt jetzt hier ein bisschen. Ich. Warte mal. Geh mal dahin, bitte. Okay. Weil das ganze Feuer, da muss jetzt ja nicht durch. So. 2 von 3. Und da ist das letzte Totemstück, was wir brauchen. Damit haben wir alle das verlorene Totem abgeschlossen. Sehr schön. Boah, und mit diesem geilen Ausblick. Ach, guck an, da hinten ist ein Rauchzeichen quasi für ein kleines Dorf. Oder eine Lagerstätte. Ja, und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns, beziehungsweise verabschiede ich mich von euch aus dieser Folge. Und hoffe, ich stürze jetzt nicht ab. Nö, war geil. Alter. Das sieht so dermaßen nice aus. Haut rein.